Hallo zusammen, ich stelle euch hier eine Powerbank vor für Transportkühlgeräte. Ihr wisst, wir machen verschiedene Transportkühlgeräte, ob jetzt hier wie dies eine Tieftemperaturkühlbox oder auch die Transcooler, mache ich euch hier zwei Videos im Anschluss. Und da ist immer wieder die Frage, ja, ich brauche so einen Transcooler mal kurzfristig. Reinstellen im Fahrzeug, losfahren. Ja. Nur Standard müssen wir mit einem dicken Kabel bis auf die Batterie, weil die großen Transcooler, die ziehen auch mal 30 Ampere. Und da kann ich nicht über einen Zigarettenanzünder. Auch unsere Medikühlboxen, mache ich euch hier unten ein Video, die brauchen eine gute Stromversorgung, eine permanente Stromversorgung. Ich mache euch hier ein Video über eine kleine 40 Ampere Stromversorgung mit einer Liontron-Batterie. Und hier habe ich jetzt unsere große 150 Ampere Lithium-Batterie mit dem Ladegerät 20 Ampere. So kann ich diese Powerbank wieder in 8 Stunden aufladen. Ich bin dann einsatzbereit. Ich kann die ins Auto heben. Mit dem Anschlusskabel auf die Batterie und das Gerät, ob hier so eine Box oder einen großen Transcooler, was ich euch oben zeige, kann ich so autonom betreiben für die nächsten, jetzt mal 10 Stunden. Das eigentlich dann reicht für einen Transport zu führen. So habe ich eine Autonomität. Wir sehen dann im App drin, ich habe jetzt hier einen Stromeingang von 1,7 Ampere. Das ist das, was jetzt in die Powerbank reingeht. Wenn ich hier den Stecker rausziehe, geht im Moment, dann braucht diese Box hier 17 Ampere. Das Ladegerät hier lädt mit 20 Ampere. Wieder einstecken und dann habe ich wieder die 1,7 Ampere und ich kann dann auch hier gucken, oh ja, die Batterie hat eine Kapazität von 35%, also ein Drittel, wenn ich sage 10 Stunden bei dieser Box hier, ja, dann kann ich etwa 3 Stunden unterwegs sein und das muss ich mir keine Gedanken machen drüber. Ich kann auch anhalten mit dem Fahrzeug und so transportieren. Diejenigen, die so eine Box kennen aus dem Campingsektor, die Box hier hat jetzt eine Temperatur von 76 Grad. Das ist keine Campingbühlbox. Hier geht es um Impfstoffe, Transporte, sonstige Proben, die halt bei minus 70, minus 80 Grad transportiert werden müssen. Ja, das soll es gewesen sein zu dieser Powerbank. Ich mache hier oben zwei Videos von Transcoolern. Hier unten eine Medibox in der Ausführung für Medizintransporte. Und hier eine kleine Powerbank, wo ich halt Standardkühlbox 10 Stunden betreiben kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag.